freue mich sehr, einen Impuls halten zu dürfen zu diesem spannenden Thema. Akustisch so verständlich, etwas laut. Gut. Ich versuche in 15 Minuten durch ein großes Thema zu galoppieren, freue mich aber, dass ich dann mit den Kollegen Verstärkung bekomme und dass wir bei der Diskussion etwas vertiefen können. Zuerst, um was geht es? Arbeit 4.0 oder New Work oder diese Begriffe, die wir immer wieder hören. Da hat die Zeit einmal sehr schön gesagt, es ist ein bisschen ortsunabhängiges Arbeiten, ein bisschen Flexibilisierung der Arbeitszeiten und ganz viele englische Begriffsbezeichnungen. Also es ist ein großer Hype, den wir da alle mit drauf beschwören und sicherlich auch Beratungsunternehmen nicht ganz unschuldig sind, um das Thema auf die Agenden der Firmen zu bringen. Ziel ist aber tiefer zu gehen und zu schauen, was ändert sich denn wirklich und wo haben wir Nachholbedarf. Oder wenn man heute den Song von Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, den er 1984 geschrieben hat, nochmals vertonen würde, dann wäre es etwas komplizierter. Man könnte nicht nur anrufen, sondern man könnte auch pinnen oder taggen oder was auch immer. Das heißt, wir haben viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung und das macht das Ganze komplexer. Auch die Zusammenarbeit. Optionen bedeutet immer auch Komplexität. Ich möchte 4 Punkte streifen in meinen Ausführungen und steige direkt ein mit den Veränderungen in Wirtschafts- und Arbeitswelt. Ich glaube, Sie dürfen anfangen zu essen. Ich möchte da nicht abhalten vom Genuss. Wenn wir uns das Bild anschauen von der Tesla-Fabrik, fällt auf, dass die Menschen nicht mehr auf der Produktionsfläche sind. Das ist für uns nichts Neues. Die Automatisierung oder das Fließband kennen wir seit weit über 100 Jahren. Was sicherlich für uns neu ist, sind die Auswirkungen, die diese neuen Technologien in weiteren Feldern haben. Wenn wir jetzt die Tesla-Fabrik nehmen, ist das auch sinnbildlich für autonomes Fahren, für selbstfahrende Fahrzeuge. Und da gibt es Auswirkungen in Branchen, die außerhalb der Automobilindustrie liegen. Ein Beispiel, das ich gerne erwähne, ist der Flughafen Atlanta. Die verdienen ihr größtes Geld längst nicht mehr mit Start- und Landetaxen, auch nicht mit Shopping-Einnahmen wie der Flughafen Zürich, sondern mit Parkplätzen. Die haben 35.000 Parkplätze. Und wenn jetzt wirklich diese selbstfahrenden Autos kommen, dann parken die natürlich nicht da und warten, bis das Herrchen zurückkommt nach 2 Wochen, sondern die fahren weiter oder im Idealfall nehmen sie gleich nochmals jemanden mit. Und das ist eigentlich das Spannende am Thema Digitalisierung und Automatisierung in Bezug auf die Arbeitswelt. Wir haben Auswirkungen, die uns heute noch gar nicht bewusst sind, auch in anderen Branchen, die gar nicht direkt verkettet sind, also nicht nur in der Zulieferkette. Wenn man das mit den Versicherungen diskutiert, auch da eine Auswirkung. Versicherungen verdienen ihr Geld mit Schadensfällen, mit Frauen, die so parkieren wie ich. Und wenn die selbstfahrenden Autos dann kommen und weniger Schäden machen, dann ist auch die Versicherungsbranche torpediert. Und das macht sicher diese Veränderung so dynamisch, dass wir Veränderungen haben in ganz vielen Bereichen. Wenn man sich anschaut, was genau verstehen wir denn unter Automatisierung oder Digitalisierung, welche Implikationen haben wir, hat die OECD eine sehr gute Übersicht gemacht und unterscheidet eigentlich in 4 Felder, die uns herausfordern. Zum einen brauchen wir neue Fähigkeiten. Wenn die Maschinen immer mehr Routinearbeit, einfach strukturierte Aufgaben macht, dann wird das, was der Mensch macht, komplexer. Es braucht mehr Sozialkompetenz, Empathiefähigkeit, kritisches Denken. Das Zweite ist, es gibt neue Berufsbilder. Das war schon die letzten 100 Jahre so. Es gibt immer wieder Berufsbilder, die verschwinden und neue, die dazukommen. Und es ist schwierig, heute Prognosen zu treffen über neue, die dazukommen. Und das ist für die Bildung vor allem schwierig. Das Dritte, es gibt neue Organisationen, die auftreten im Markt. Das Thema Plattform. Ökonomie oder Sharing Economy, das heißt, es verschwinden Mitbewerber oder Intermediäre, es kommen neue dazu. Die bekanntesten sind sicher Uber oder Airbnb, die man sehr häufig in den Medien hört. Und das vierte Interessante, wo ich selber ein Stück weit Begünstigte und Opfer bin, ist das Thema neue Lebenswege. Das heißt, wir machen mal eine Ausbildung
auf eine gewisse, gehen eine gewisse Lebensbahn ein und dann gibt es ganz viele Änderungen im Laufe der Karrieren, Umschulungen, Neuorientierungen. Und was sicher spannend ist, ist, dass für viele Menschen finden diese Änderungen mitten in der Karriere statt. Früher konnte man quasi noch ausharren bis zur Pensionierung, aber wir sprechen von sehr hohen Geschwindigkeiten. Das heißt, viele Menschen müssen oder wollen sich mitten in ihrer Karriere nochmals neu orientieren. Und im heutigen Sozial- und Bildungssystem ist das eigentlich nicht so gut abgebildet. Sehr häufig, wenn wir von Automatisierung und Digitalisierung sprechen, wird die Frey-Osborne-Studie aus dem Jahr 2013 zitiert. Sie wird leider immer wieder falsch zitiert, nämlich diese 47% als Panikmache. Da wird gesagt, 47% der Jobs fallen weg. Das stimmt so nicht. Die Autoren dieser Studie haben lediglich gesagt, dass 47% der heutigen Jobs ein sehr hohes Automatisierungsrisiko haben. Heißt aber, dass innerhalb der Jobs gewisse Tätigkeiten auch wegfallen können und man macht neue Tätigkeiten. Gutes Beispiel sind die Assistentinnen, die machen heute nicht mehr so viel Outlook-Organisation oder befüllen Listen, sondern sind vielleicht mehr Business-Manager oder Projektmanager für die Chefs geworden. Das heißt, nicht jeder dieser Jobs fällt weg. In der Schweiz ist die Schätzung, dass wir durch Digitalisierung und Automatisierung etwa 250.000 neue Stellen gewinnen werden. Also bleibt eigentlich die Frage, wenn man dieser Prognose traut, ob denn diejenigen, die wegfallen durch die Automatisierung, beispielsweise die Coop-Kassiererin, auch einen dieser neuen Jobs innehalten kann, die es dann gibt. Das ist sicherlich die zentrale Frage. Jetzt kann man sich den Spaß gönnen und mal zu schauen, wer fällt denn eigentlich weg? Wer steht zu oberst auf dieser Automatisierungsliste? Und da kann ich Sie jetzt beglückwünschen, dass Sie sich nicht entschieden haben, Model zu werden. Auch die trifft es. Die kann man vielleicht von Anfang an photoshoppen und muss sie gar nicht mehr erst hinstellen. Keine Ahnung, warum die da sind. Wenn wir uns aber anschauen, wie gehen wir denn mit diesem latenten Risiko oder mit diesem Gedanken um, finde ich sehr spannend die Studie auf der linken Seite. Da sagen etwa 2/3 der Amerikaner, natürlich werden in 50 Jahren ganz viele Jobs von Robotern gemacht. Jetzt, wenn man die genau gleichen Amerikaner fragt, ja, wie wahrscheinlich ist es denn, dass es deinen Job noch gibt, dann meinen 80%, dass es den noch gibt. Also eine sehr geteilte Einschätzung der aktuellen Situation. Ein schönes Beispiel für das Thema Automatisierung ist der Robert, ein japanischer Pflegeroboter. Und auch hier wieder für mich eine schöne Geschichte, wenn man ältere Menschen beispielsweise fragt, würdest du dich denn von so einem Ding pflegen lassen, dann verwerfen die Hände und sagen, nein, natürlich nicht, wenn es mir nicht gut geht, brauche ich menschliche Interaktion. Wenn man aber nochmals fragt und sagt, wenn du dank diesem Roboter länger zu Hause autonom wohnen könntest, dann ist die Akzeptanz bei über 3/4 der Leute. Und das ist für mich symbolisch für die Diskussion, die wir im Moment haben. Wir fragen uns ganz häufig nach der Substitution, also würden wir das Gleiche auch vom Roboter machen lassen oder würden wir das Gleiche über Technologien lösen, also statt persönlich miteinander Kaffee trinken, ein Skype-Meeting zu machen. Das ist aber nicht die spannende Frage. Die spannende ist, was kommt Neues dazu, was können wir, was früher nicht möglich war. Und da spielt die Musik bei der Digitalisierung. Implikationen für Organisationen, ich komme zum zweiten Teil, wenn wir uns nur schon mal die Titelblätter anschauen, beispielsweise von Harvard Business Review, sieht man, dass die Firmen selber in einem fundamentalen Wandel sind. Wir hassen unsere Büros, ist da eine Schlagzeile. Der Trend ist ganz klar Richtung Open Space und geteilte Konzepte. Diese zwei Dinge bringen viele durcheinander, aber es sind zwei grundlegend unterschiedliche Dinge. Dann die Rolle des Personals wird hinterfragt. Was ist ihre Daseinsberechtigung in Zukunft? Sind die so eine Art Change Agent oder Datenanalysten? Und nicht mehr die verantwortlich für die persönliche Beziehung. Dann natürlich auch die Frage nach Boundary Management. Wie grenze ich mich denn ab in einer Zeit, wo alles immer verfügbar ist? Server abstellen, auch wenn die Gewerkschaften das vielleicht einfordern, ist sicher nicht die klügste Lösung, sonst müssten wir auch Alkohol einschließen und andere Dinge, die uns potenziell schädigen könnten. Und das vierte, wir sind noch nicht bei den Fragen und Kommentaren.
Und das vierte ist spannend, wenn uns bewusst ist, dass der Mensch immer komplexere, anspruchsvollere Tätigkeiten ausführen muss, dann muss er auch mit viel mehr Eigeninitiative und Leidenschaft bei der Sache sein. Also ist eigentlich die Überlegung, dass Unternehmenskulturen so inspirierend sein müssen, dass die Leute freiwillig ihr Bestes da reingeben, die ist sehr legitim. Und vor diesem Gesichtspunkt sollten wir die Frage nach flexiblen Arbeitsformen sehen. Also nicht Homeoffice oder nicht, sondern was muss ich denn diesen Talenten bieten, die mir die zukünftigen hochkomplexen Aufgaben lösen. Auch wenn wir das Gefühl haben, das Thema Arbeit 4.0 oder neue Arbeitswelt ist erst seit 2-3 Jahren, da sieht man jetzt sehr schön von 2001, wo eigentlich die Schlagworte schon alle da waren, nur war uns das wahrscheinlich noch nicht so bewusst. Und was mir in diesem Zusammenhang wichtig ist, man sieht häufig auf Social Media Plattformen dieses, man, alt war Hierarchie, neu Holacracy, immer dieses von links nach rechts switchen, und das ist es definitiv nicht. Es geht vielmehr darum zu diskutieren, wo macht es Sinn, in welchem Ausmaß bei diesen Dimensionen zu sein und das dann auch transparent zu kommunizieren, auch mit dem Team mal zu besprechen, dass halt vielleicht in einer Krisensituation eine hierarchische Organisation tatsächlich mehr Sinn macht, als wenn es um ein neues Projekt geht und Kundennähe. Also diese Klarheit zu schaffen, wie wollen wir etwas lösen und diese dann auch transparent zu kommunizieren, damit alle vom Gleichen ausgehen. Ich glaube, das ist eine wichtige Führungs- und grundsätzlich Aufgabe der Zukunft. Was ist die Herausforderung der Firma, nebst Orientierung zu finden in dieser Diskussion? Ich mag das Bild, weil es Veit Dengler an der letzten NZZ-GV gezeigt hat. Und mein Nachbar meinte dann, das ist doch the perfect storm, da ist das Schiff aber abgesoffen. Das wusste Veit Dengler wahrscheinlich nicht. Aber 6 Wochen später war der Captain auch weg, nicht nur das Schiff quasi. Ja, das wissen wir noch nicht, wo das Schiff NZZ hinsteuert. Für die Firmen sind, wenn wir die Herausforderungen des digitalen Zeitalters versuchen zu charakterisieren, sind es 4 Schwierigkeiten oder treibende Kräfte, die Verunsicherung erzeugen. Es wird oft mit dieser Abkürzung VUCA zusammengefasst. V, Volatilität, steht für eine sehr hohe Geschwindigkeit der Veränderung. Das heißt, es geht sehr schnell. Wir können nicht lange Vorstudien machen, sondern wir müssen uns vielleicht mit Experimenten vortasten oder sehr schnell in die Umsetzung gehen. Dann das U steht für Ungewissheit. Natürlich ist die Zukunft immer ungewiss, aber wir sind auch unsicher, wie wir die Gegenwart bewerten sollen. Wir kennen zwar den Kurs von Bitcoin oder Kursveränderungen, aber wir können es erst nachträglich oft in den Kontext setzen oder Dinge erklären. Das C oder K für Komplexität. Wir haben ganz viele Faktoren, die auf uns einprallen. Ein Wertewandel in der Gesellschaft, institutionelle Rahmenbedingungen, die ändern, neue Akteure auf den Märkten. Und diese Komplexität macht die Herausforderung so schwierig und anspruchsvoll. Und das A steht für Mehrdeutigkeit. Das heißt, wir wissen oft nicht, wie Dinge zusammenspielen, Ursache-Wirkungszusammenhänge. Und da lohnt es sich, in einem Experiment oder in einem limitierten, risikofreien Rahmen einfach mal auszuprobieren. Jetzt, wenn wir uns die Arbeit etwas enger anschauen, wie Sie es in der Einführung schon gesagt haben, mit neuen Arbeitsformen wie Homeoffice, gibt es eine Orientierungshilfe, die wir damals im Zuge des Homeoffice Days geschaffen haben. Wir haben 5 Phasen der Flexibilität unterschieden. Links sind die Mitarbeiter an den Schreibtisch gekettet, rechts sind sie wie bei LIP in Selbstorganisation quasi tätig und dazwischen haben wir Graustufen von Flexibilität als Ausnahme. Phase 3 wäre die Umbruchphase, Phase 4 ist eine Kultur, wie vielleicht eine Swisscom oder Microsoft sie haben, also flexibles Arbeiten weitgehend etabliert, und 5 ist dann netzwerkartige Organisationen. Und dabei geht es nicht nur um den Raum, also wo arbeiten die Leute, sondern die 3 Dimensionen, was für Technologien stehen zur Verfügung, wie ist die Arbeits- und Führungskultur geprägt, welche Werte gelten, wie wird Erfolg gemessen, kommuniziert, zelebriert, also ein eigentlich komplexes Zusammenspiel.
Jetzt, wenn wir in der Schweiz schauen, im Bereich der wissensintensiven Tätigkeiten, das ist 44% Bruttoinlandprodukt, damit sind wir sehr hoch, das ist ein sehr hoher Anteil. EU ist 38%, USA 36%. Dann sieht man, dass die Ränder nicht dicht besiedelt sind, nicht mehr oder noch nicht. Also die große Mehrheit der Schweizer Wirtschaft ist in Phase 2, 3. Die sind unterwegs Richtung mehr Flexibilität, aber noch nicht da angekommen, also im Umbruch oder kurz davor. Verwaltung, interessanterweise, ist eine Phase weniger weit, 0,8 hat die Forschung gezeigt. Könnt ihr jetzt fragen, an was liegt das? Vielleicht diskutieren wir das nachher noch im Podium. Aber der Wille zur Veränderung ist in der Verwaltung doppelt so groß. Und wie immer im Leben zählt oft nicht der erste Tanz, sondern der letzte. Mal schauen, wo die Verwaltung in 5 Jahren steht. Wenn wir schauen, wo heute Arbeit erfolgt, dann sind neue Orte dazugekommen, nebst dem Corporate Office, das sich auch immer mehr öffnet. Viele Firmen fangen jetzt an, Coworking Spaces bei ihnen einzubauen. Swisscom, Microsoft, zahlreiche weitere Firmen sind da gute Beispiele. ZKB hat auch einen, UBS hat einen Versuch in Winterthur. Homeoffice, glaube ich, muss man nicht mehr diskutieren. Sehr spannend das Thema Coworking. In der Schweiz haben wir seit 2007 den ersten Coworking Space. Global war es 2005 erst. Heute haben wir weit über 100 Coworking Spaces. Und das ist auch ein Symbol dieser neuen Wirtschaft, wo auch viel mehr Menschen ihre eigenen Firmen oder ihren eigenen Projekten nachgehen. Ein Beispiel, das ich da erwähnen möchte, ist, Coworking ist nicht nur das Büro, das Mietbüro zu günstigen Kosten, sondern es erschließt auch Regionen, die vielleicht etwas vergessen gingen in den letzten Jahren oder stark vom Tourismus abhängig waren. Man hat ja gesagt, früher hat die Eisenbahn die Dörfer oder die Täler erschlossen, heute ist es das Internet. Und wenn man es schafft, solche Projekte in solche entlegenen Regionen zu bringen, holt man vielleicht auch wirklich wieder Jobs zurück oder verhindert die Erosion von jungen Menschen aus solchen Regionen. Wichtig ist, vor Augen zu halten, dass wir nicht nur von einer Flexibilisierung zeitlich und räumlich sprechen, das ist die naheliegendste, sondern uns auch bewusst ist, wir sprechen von neuen Strukturen innerhalb von Organisationen, also das Hierarchiemodell, das im Moment stark hinterfragt wird, und auch vertraglich. Wir haben ganz viele Menschen, die selber sich auf dem Markt anpreisen und nicht mehr den Haupterwerb von einem Arbeitgeber haben. Und damit komme ich zum Thema Fähigkeiten, ein ganz spannendes Thema, wenn die Aufteilung zwischen Mensch und Maschinen sich verändert. Was bleibt denn für den Menschen übrig und was müssen diese Menschen mitbringen? Das hier ist Swiss Re Next, ist im September letztes Jahr aufgegangen, das vermutlich schönste und teuerste Büroprojekt in der Schweiz. Da haben wir uns mal gefragt, weil es darum ging, ob die Lehrlinge da auch so arbeiten dürfen mit diesem neuen Bürokonzept, was denn die brauchen, um in so einem Konzept Erfolg zu haben. Wir haben dann eine kleine Liste gemacht, also die Frage in einem dieser modernen, umgestellten Arbeitsplätze, was für Kompetenzen brauche ich da, um Erfolg zu haben? Und das ist jetzt mal eine nette Frage, einfach zu sagen, okay, die Wirtschaft bekommt ein bisschen einen neuen Anstrich, aber die greift viel zu kurz. Also das wäre ein Szenario. Das zweite Szenario war vor wenigen Wochen in der NZZ am Sonntag, das eigentlich aufzeigt, was gibt es denn in Zukunft für Möglichkeiten, seinen Erwerb zu verdienen. Und da sieht man eigentlich im grauen Feld die alte Welt und farbig kommt dann die neue Welt. Interessant ist, die Roboter sind quasi die neuen Sklaven, wenn man zurückschaut in die Antike, wo auch schon das Ziel war, Arbeit zu vermeiden. Und hier haben wir dann neue Akteure, die heute nur zum Teil durch das Sozialversicherungssystem abgedeckt sind. Und auch da wieder zu fragen, die wenigsten Lehrer waren mal selbstständig, können die diese Leute darauf vorbereiten, dass die nachher als Unternehmer auf dem Markt tätig sind, bin ich mir nicht so sicher. Und das dritte Szenario wäre noch zu sagen, wie das The Guardian macht, auch vor wenigen Wochen, wenn es gar keine Jobs mehr gibt, was müssen wir dann können an Fähigkeiten und wie muss dann ein Sozialsystem aussehen? Joel und ich haben das mal gemacht als Experiment mit der PH Bern, verglichen Fähigkeiten für eine Swiss Re und Fähigkeiten, wenn wir gar keine Jobs mehr haben. Und das war interessant, da kommen dann Dinge wie Sinnhaftigkeit oder Fähigkeit, eine Gruppe zu bilden oder Interessen nachzugehen. Und beim anderen Szenario geht es mehr um vernetztes Denken, kritisches Denken, so mehr diese ein bisschen Business-Fähigkeiten.
Wenn wir schauen, was dazu die OECD auflistet an nötigen neuen Fähigkeiten, dann sind es diese 4C, die Sie sicher schon gehört haben und die jetzt in die Ausbildung, zuerst die Lehrerausbildung und dann die Ausbildung der Schüler einfließt, also Kommunikationsfähigkeit, Kollaborationsfähigkeiten, kritisches Denken und Kreativität als neue Zukunftskompetenzen. Und dies vielleicht im Gegensatz zu früher im postindustriellen Zeitalter, wo Intelligenz, Sorgfalt und Fleiß wichtig waren, dann ist es heute Leidenschaft an den Tag legen, Kreativität und Initiative zeigen. Weil vieles von dem, was links erwähnt wird, können Maschinen besser und günstiger machen und die haben erst noch keine Gewerkschaft. Und damit komme ich zum Schluss meiner Gedanken, wie gestalten wir diesen Wandel? Wichtig ist einmal, dass wir nicht isoliert auf das Thema Fähigkeiten ganz links schauen, die es braucht, um den Wandel zu begleiten. Wir müssen genauso auf das Thema Mindset, früher hätte man Haltung gesagt, also wie gehen wir eigentlich mit Neuem um? Sehen wir es als Bedrohung oder sind wir offen und sehen es als Lernchance? Und das Dritte, wenn wir jetzt aus der Sicht von Organisation schauen, ist auch noch die Frage, in welcher Kultur fallen diese Neuigkeiten? Also was gibt es da für ungeschriebene Gesetze der Zusammenarbeit oder Dinge, die vielleicht gar nicht so transparent sind? Und nur wenn man diese drei Faktoren adressiert, kann sich auch eine echte positive Veränderung einstellen. Dabei wird oft der Begriff Change Management erwähnt. Change Management ist in den 90er Jahren entstanden, für mich fast ein bisschen aus Sicht Manipulation. Ich nehme jemanden an der Hand und führe ihn von A nach B. Im digitalen Zeitalter wissen wir oft weder, was A ist, noch was B ist. Und nur schon darum müssen wir die Leute mitnehmen, im Sinne von Participation Management, also mit ihnen das Neue schaffen, statt versuchen, ihnen das Neue zu verkaufen, wie das oft leider gemacht wird. Ganz wichtig, auch wenn wir nicht Klarheit über alles haben, ist die Sinnfrage umso wichtiger. Die Leute müssen nicht alles verstehen, aber sie müssen verstehen, wovon sie Teil sind und warum es Sinn macht, zu etwas zu gehören. Und auch da, wenn wir uns das anschauen, wie Firmen zum Beispiel ein Bürokonzept Neues beziehen, statt zu kommunizieren, warum wollen wir das, warum macht es uns erfolgreicher, warum brauchen wir diese Veränderung, geht es dann am Schluss um das Wort, also habe ich dann noch einen Parkplatz, wie groß ist dann mein persönlicher Schrank, darf ich jetzt die Finken noch tragen im neuen Büro? Und ich glaube, wir müssen immer versuchen, Menschen über die Warum-Frage in die Veränderung mitzunehmen. Zum Thema Bildung, ein Bild, das ich sehr mag, das ist der Herr Knebel, der ist 88 und studiert in Tübingen Philosophie und links seine jungen Kommilitoninnen. Jetzt kann man sagen, ja gut, man kann auch als Spätberufene noch zur Uni, das ist ja irgendwie tröstlich, aber das alleine löst es nicht. Wenn wir uns anschauen, Transformation der Bildung, dann kommt oft der Gedanke, ja gut, dann machen wir halt alles mit Tablets. Und dann schreit noch jemand, ja und Programmieren lernen müssen die dann auch noch. Das greift zu kurz. Ich glaube, wir brauchen wirklich neue Fähigkeiten, um als Antwort auf die Digitalisierung. Und nicht zuletzt müssen wir uns überlegen, wie wir es schaffen, die Bildung auf den ganzen Lebensweg zu verteilen. Also vielleicht hat man ein 100-jähriges Abonnement von der ETH, das man Stück für Stück konsumieren kann und nicht nur am Anfang und nachher klettert man einfach noch die Karriereleiter hoch. Und damit komme ich zum Schluss. Die Zeit ist um oder die Zeit ist reif und vielleicht brauchen wir so etwas, wie man in Deutschland diskutiert, wie ein Chancenkonto. Etwas, was mir ermöglicht, mitten im Leben eine Neuorientierung zu machen. Es ist etwas, was anlehnt an die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens. Da gibt es in Deutschland den Gedanken des bedingungslosen Lernguthabens und ich finde diesen Gedanken sehr schön, weil er die Frage, die das bedingungslose Grundeinkommen zu Recht stellt, etwas besser oder fokussierter beantwortet, dass man genauer hinschaut, wann braucht man dann vielleicht Unterstützung oder Möglichkeiten, auf diese Mittel zurückzugreifen, wenn ich das privat nicht tragen kann. Herzlichen Dank.